Okay. Hallo Leute, und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Mit mir, Shorty Cuba und... Techno-Gurke. Eine super Techno-Gurke, ja. Okay, kennst du dich aus bei diesem Rätsel? Ja. Echt? Was muss ich machen? Nein. Ich hab keine Ahnung, du wirst jetzt einfach verbrennen. Du musst dich jetzt so derbe in die Luft jagen, dass irgendwas in die Luft gesprengt wird und du dann durch diese Mauer gehen kannst. Boomerang! Okay, wir müssen die ganzen... Boomerang! Woohoo! Ja, genau. Wir müssen nämlich hier die Blätter entfernen, damit wir sehen können. Aha. Ein Blitzsymbol. Das zeigt uns an, in welcher Reihenfolge... Halt die Fresse mit, ne? In welcher Reihenfolge wir die Windmühlen dort oben spielen müssen. Genau. Aber nicht 50 Mal, nein. Nur einmal. Doch. Doch. Also, doch. Mitte, rechts, links, oben. Falsch. Wow, ich weiß, was Mitte, rechts. Falsch, 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 falsch. Links. Alles ist falsch, was du da tust. Nein, das ist ein Blitzsymbol. Hast du es dir auch bemerkt? Du musst dir einfach einen Blitz merken. Blitz des Todes. Und die Tür öffnet sich. Wow. Was ist das eigentlich für ein sinnloser Mechanismus? Wie funktioniert der ganze Scheiß? Wer baut denn überhaupt so einen Mist? Wieso nimmt ihr nicht einfach... So, wir nehmen jetzt einen Wächter und geben ihm einfach diesen dämlichen Schlüssel. Gut, erst. Oh ne, wir bauen hier eine Burg, bauen wir so ein dummes Rätsel auf. Dungeon-Karte gefunden, wow. Das bringt mir auch echt viel. Jetzt Link denkt sich Scheiß drauf, ich werf sie weg oder verbrenne sie. Ja. Wir brauchen sie aber trotzdem. Nein. Oder doch? Nein. Nein, wir brauchen sie nicht wirklich, aber... Zur Übersicht... Die Zuschauer brauchen sie. Ja, genau. Damit die Leute wissen, aha, okay, ich weiß jetzt wieder, wo die... Dungeon-Karte war. Danke, Chainsaw Man. Nein. Wieso nicht? Weil ich will, dass wir alle sterben. Ja, ich glaube zumindest, ja. Mit offenem Mund wollte ich schon fast sagen. Mit geschlossenem Mund lässt sich auch nicht gut reden, aber mit vollem Mund lässt sich auch nicht gut reden. Denn, nehmen wir mal an, du machst eine Truhe auf mit... Die Sonne! Okay, auf jeden Fall, nehmen wir mal an, du redest mit vollem Mund. Weißt du, was das bedeutet? Wenn ein Mund voll ist, nehmen wir diese Definition, voll. Voll heißt so viel wie, da passt nichts mehr rein. Du kannst nicht mit einem vollen Mund, DNA, mit einem vollen Mund reden. Es geht einfach nicht, weil voll heißt, es ist schalldicht. Nein, heißt es nicht. Aber voll ist ja sowas, das füllt was aus. Deshalb voll. Und voll heißt so viel wie, da kann gar keine Sprache mehr durchkommen, weil sonst wirst du dich ja verschlucken. Deshalb ist voll, schnixi, schnixi, schnacksi, es geht nicht. Ja. Ja, voll. Okay, wir sind in der großen Halle von Hyrule. Die ausnahmsweise nicht voll ist. Ja, nicht voll, sondern groß. Wow, du hast es gut erfasst. Oh, sind super viele Karate-Krieger mit Äxten und Gleben da. Glebe. Ja, die Supermob-Glebe ist zurück. Geil. Glebe. Was willst du? Willst du sterben? Ja, willst das du war's. Eigentlich sterben? Nein, ich will sterben. Willst du sterben? Sterben. Sterben. Nein, danke. Sterben. Nein, danke. Sterben. Nein, danke. Sterben. Sterben. Okay, es reicht. Mir geht es gut. Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Oh, Schatztruhe. Jokalolen, ihr baut euch zusammen zu einer Truhe. Hm, was ist da wohl drinnen? Eine Jokalole. Nein, ich schätze mal, es ist der Kompass. Wow, du kommst darauf. Es ist ja nicht so, als wenn du wüsstest, was da drin wäre. Hm, vielleicht weiß ich es aber schon. Nein, du weißt es nicht. Es ist ein Herzteil, das sie nicht mehr brauchen. Stell dir mal vor, du wirst jetzt einfach noch ein Herzteil finden. Wie verwirrend wären das? Das wäre sehr verwirrend. Ja. Okay, wir müssen, glaube ich, jetzt dort hinüber. Glaube, denke, weiß ich nicht. Bin mir ziemlich sicher, aber... La 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 la. Und hier hinein. Weißt du nicht weit? Nein. Ja, umbringen. Ja. Okay, ich denke mir, du wirst dich jetzt freuen. Wir haben schon lange nicht mehr einen Kampf gehabt, wo du dabei warst gegen solche schwarzen Ritter. Ein schwarzer Ritter, einer! Nein! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott, ein schwarzer Ritter! Stirb, du Misty, du wirst verrecken! Stirb, Land der Todeswolke! Todeswolke, sie umgibt dich! Die Todeswolke ist überall, wo du sie nicht brauchst. Wollt ihr eine Todeswolke kaufen, dann müsst ihr jetzt das schon bei diesem komischen Teleshop-Kanal von Aldi anrufen. Da könnt ihr Todeswolken kaufen. Für 1 Rubin pro 90.000 Kosten pro Euro pro Sterben ist gleich 50.000 Ritter. 50.000 Ritter für den Preis von 1 Rubin. Das ist sehr günstig. Nur bei Aldi. Denn das Massenprinzip steht ja. Scheiß Qualität, aber dafür super Preise. Ein orangener Rubin.
Ah, meine Hände, sie verbrennen. Warte, alle Leute sterben. Dort, er liegt noch dort. Ich habe noch nie einen orangenen Rubin von dem bekommen. Ach du heilige Scheiße. Meine Hände. Ah, meine, darf ich jetzt? Ja. Ah, meine Hände, sie verbrennen. Ich darf sterben. Alle Leute müssen sterben, außer ich. Ach du heilige Scheiße. Wow, das ist ja jetzt doch voll das besondere Erlebnis. Wir haben 100 Rubine, die wir nicht brauchen, außer... höchstens für diese blöde Rüstung, die eh niemand haben will. Dumme scheiß Magierüstung, okay. Wo man immer nur geizen muss. Ein wunderbares Rätsel hier in diesem Raum, das leichter ist als sonst jedes Rätsel, weil es einfach ein Fake-Rätsel ist, weil es kein wirkliches Rätsel ist. Du hast mich gerade sehr verwirrt. Ja. Okay, wir haben hier eine Fackel. Normalerweise auf der anderen Seite wären noch zwei, die anderen zwei Plattformen hinaufsteigen würde. Falsch, dort hinten ist es. Ich hoffe, es geht sich das aus. Ja, einfach diese Fackel hier auslöschen und hier stehen, wo ich gerade gestanden bin und wir sind oben. Oh mein Gott, das ist ja unglaublich. Ich kann immer noch nicht glauben, was ich da gerade gesehen habe. Es ging nicht. Leider passen sie nicht mehr. Ja. Okay. Ich konnte nicht rülpsen, das ist scheiße mit Pizza. Es gibt zwei Wege jetzt. Entweder diesen oder auf der komplett anderen Seite. Und ich nehme diesen hier, weil er schwieriger ist. Was ich weiß. Wow, du bist ja voll der Held. Schwieriger, glaube ich, weil es versteckte Schalter gibt. Und der falsche versteckte Schalter bringt uns sehr viele Monster. Und ich weiß nicht mehr, welcher der richtige war. Deswegen wird es sicher lustig. Wieso ist eigentlich Link so blöd und zieht sich keinen ordentlichen Helm an? Nee, ich nehme diese komische Pudelmütze stattdessen. Genau. Hab ich die Rubine. Okay, irgendwo war jetzt... Ja, da haben wir es. Was ist denn das, wenn ich fragen darf? Da ist ein Schwert. Ein Schwert? Ja, warte. Nein, ich kann mich aber erinnern, es war irgendwo hier. Was suchst du denn? Ich suche den Weg durch, ich mach's hier blind. Dieser Raum ist blind, das ist der einzige Raum, der blind ist bei mir. Hallo Schalter. Aha. Was ist denn das für ein interessanter Schalter? Okay, es geht weiter. Schwarzer Ritter! Noch ein schwarzer Ritter! Nein! Pinker Ritter! Okay, diesmal wird's fun. Ich habe noch nie gegen zwei hier in diesem Schloss gekämpft. Ich wette, mit dir hinter mir kommt dann auch noch ein Ritter. Nein, Scherz. Das kommt wie eine Stell-dir-mal-vor-Frage. Stell dir mal vor, da sind nicht nur zwei Ritter, sondern auf einmal... Kommt da enger dummer Japaner vorbei und sagt, nein, du musst das Spiel auf den Super Programmer-Modus zocken. Auf einmal kommen von dir hinten 10 mehr Ritter und sie haben alle ein Maschinengewehr dabei, gegen die Link keine Chance hat. Und Ganondorf, der wartet da immer noch oben und hat eigentlich eine Atombombe, die jederzeit auf Hyrule losfeuern könnte und alle sterben würden. Also wen interessiert das überhaupt, wenn Link versucht hier die Erde zu rennen? Er wird eh nur sterben. Ja, das ist ja nur der Programmer-Modus. Komm, ich muss mich beeilen, bevor der andere daherkommt. Oh, du hast Angst. Angst haben. Angst vor Superrittern. Ja, ich habe Angst vor. Weißt schon, dass du sie nur besiegen kannst nach meiner super tollen Taktik, die ich dir damals erzählt habe. Ja, welche Taktik? Die super tolle, ich klopf nur drauf auf Taktik, die total sinnlos. Ja, du bist tot. Ey, du weißt schon, dass du gleich tot bist, ne? Du hast nur noch 19 Herzen. Weißt du, manche Leute gehen hier vielleicht gerade mal mit 13 Herzen oder sogar noch, wen interessiert. Okay, der ist erledigt. Wow, er verbrennt in der schwarzen Hölle! Er hat Superfäuste. Ja, kloppt ihn mit den Superfäusten gegen mega kräftige Ritter mit Super-Mega-Muskeln, die sie nicht zeigen können, weil sie hinter einem Super-Plattenpanzer sind. Denn eigentlich platzen die Panzer nur ab, weil sie ihre Muskeln so derbe anspannen, dass sie auch abplatzen sind. Ja, ich hab Muskeln! Und damit bringt er dich dann auf. Das ist so. Das ist echt so. Das ist kein Scherz. Das ist so. Und dann weißt du, wenn du sie jetzt tötest, dann explodieren sie in purer Muskelkraft. Siehst du, pff, die haben sich selber in die Luft. Weil ihr Herz, das schlägt so, ja, boah, ich muss mehr Kraft geben. Pff, und dann jagen sie sich in die Luft. Weil sie merken, dass sie sterben und dann geben sie einfach noch mehr Kraft. Das muss sehr angenehm sein. Okay, wir schauen gleich einmal, was hier ist. Ich kann mich nicht erinnern. Hier ist eine Schatztruhe angeblich, anscheinend. Ich weiß nicht, wie du auf so einen unsinnigen Gedanken kommst, dass es irgendwie toll wäre. Oh, ja, violetter Rubin. Sehr schön, sehr schön. Können wir nicht brauchen. Ah, okay, das ergibt Sinn. Das dürfte der kleine versteckte Schlüssel sein in diesem Dungeon. Nicht. Oh ja, ich kann mich nämlich an einen versteckten kleinen Schlüssel erinnern. Du kannst dich an nichts erinnern. Geht das? Doch, kann ich wohl. Nein, kannst du nicht. Doch, kann ich wohl. Nein, kannst du nicht. Was verdammt, ich will rüber, aber ich komme irgendwie nicht rüber. Ich bin schlecht, ja, danke.
Ja gut, endlich bist du demotiviert. Du kannst das Spiel nicht mehr schaffen. Du bist total schlecht. Okay, ich lass mich immer mal runterfallen. Ich kenne mich nämlich echt nicht mehr. Oh Gott. Amok, Leute. Das solltest du schon fast in die Superzensierung reinpacken. Okay, und was haben wir hier? Was sollte der kleine Schlüssel sein? Nein, es ist noch ein silberner Rubin! Meine Hände! Meine Hände! Sie sind so verdammt tot! Nein! Wo ist meine rechte Hand? Wo? Okay, wir müssen Schluss machen. Ja. Nehmt euch jetzt. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Denn der Schottenhuber, der will Schluss machen. Er hat ja nichts mehr zu sagen. Er hat nichts mehr zu sagen. Denn er hat weiße Rubine in der Hand. Er verstirbt gerade. Und was ihr euch merken müsst, wenn ihr eine Dynamo-Taschenlampe habt, dann hört sich das Geräusch so an, wenn ihr versucht, sie aufzuladen. Also, bis zum nächsten Mal.